Andreas erfährt der Coach, dass in dem Schuldenberg auch 900 Euro an Miet- und Stromkosten enthalten sind, die der leidenschaftliche Security nicht mehr bezahlen konnte. Und bald dürfte die Liste noch länger werden. Durch das, dass ich bei diesem Job, bei diesem letzten, wo die Klage läuft, zwei Jobs gehabt habe, wird sich das Finanzamt noch melden. Wegen der Lohnsteuernachzahlung meiner. Weil sie haben mir schon geschrieben, warum ich das nicht gemacht habe. Aber das habe ich aus gutem Grund gemacht, dass ich nicht zahlen muss. Das heißt, Sie haben vom Finanzamt Aufforderung gekriegt, Sie sollen einen Jahresausgleich machen, wie man so schon sagt, oder Arbeitnehmerveranlagung, wie der Diagnostikus korrekt ist. Da ist die Frage, ob ich das überhaupt machen muss. Ja, sicher, wenn Sie zweite Einkünfte gehabt haben. Waren Sie beim zweiten Dienstverhältnis auch angestellt? Bei der Security? Ja. Können Sie nur schauen, erstens machen Sie, weil wenn Sie es nicht Sie machen, macht Sie nicht das Finanzamt, weil die Daten haben Sie, ja. Dann machen Sie keinen schlanken Fuß beim Finanzamt, wenn Sie die ärgern dort und Sie nicht reagieren. Drittens, wenn Sie es selber machen und das Finanzamt schreibt Ihnen das vor, können Sie mit dem Finanzamt der Ratenvereinbarung ausmachen. Die sind normalerweise kulant, vor allem wenn Sie diese Gesamtsituation kennen, ja. Aber wenn Sie nichts tun und warten, dass die reagieren, dann haben die einen Schleim und sind angefressen auf Sie. Das muss Ihnen auch klar sein, nicht? Das ist ganz normal und verständlich, ja. Aufgrund der Tatsache, dass Sie einerseits ein Vollzeitarbeitsverhältnis mit einem Nettolohn von 1800 Euro gehabt hat und daneben ein zweites Dienstverhältnis mit 400 Euro netto im Monat, ist es eigentlich relativ einfach auszurechnen, dass bei 400 Euro als Dienstverhältnis für sich per se betrachtet natürlich hier keine Steuerbelastung anfällt, weil so weit unter dem Mindesteinkommen von 1000 Euro im Monat liegt. Allerdings das österreichische Steuersystem ja davon ausgeht, dass das gesamte Einkommen über ein Jahr zusammengerechnet wird. Und wenn man natürlich die 400 Euro zu den 1800 Euro, die er schon versteuert hat, aus seinem ersten Dienstverhältnis hinzurechnet, dann fallen die 400 Euro zur Gänze in die Steuerpflicht hinein. ATV-Schuldencoach Franz Kurz und Andreas haben heute einen Termin beim AMS. Seit ihrem letzten Treffen sind einige Wochen vergangen. Die beiden waren sich einig, dass der einzige Weg aus der Schuldenfalle für Andreas ein Arbeitsplatz ist, bei dem er laut Kollektivvertrag genügend verdient, um sich Fixkosten und das Leben wieder leisten zu können. Doch die letzten Jobangebote hat er abgelehnt, da die Firmen versucht haben, den Lohn zu drücken und ihn nicht nach Kollektivvertrag zu bezahlen. Wir waren in Kontakt und sie haben mir also erzählt, dass sie bis jetzt noch immer keinen Arbeitsplatz gefunden haben. Und aus Ihrer Sicht, vielleicht können Sie mir nur sagen, warum glauben Sie, dass das nicht funktioniert? Bei ein paar Dienstgeber habe ich leider erfahren müssen, dass Lohnangaben nicht stimmen und die mich damit den Lohn drücken wollten. Sie haben immer angegeben, es kommt ja noch dazu, wegen Weggeld und alles, das passt schon, haben sie immer gesagt. Dass Sie das richtig verstehen, das Geld werden Sie doch auch bei der Weihnachts- und Urlaubsgeld umgefallen, weil es ja nicht Gehaltsbestandte sind. Und natürlich in weiterer Folge wäre das natürlich auch für die Pensionsberechnung weggefallen, weil es nicht Teil des Gehaltes ist und somit wäre es also für Ihre Pension irgendwann einmal auch genauso ein Fehlbetrag gewesen, über Jahre hinaus gerechnet. Bei dem Termin mit Abteilungsleiter Martin Erhard Kainz vom AMS Wien möchte Franz Kurz eine drohende Sperre des AMS-Geldes von Andreas abwenden. Denn schließlich hat er vermittelte Jobs abgelehnt und dies nicht immer begründet. Der Coach erklärt die Situation, in der Andreas sich befindet. Nachdem der Herr Fürthaler bereits durch sein voriges Dienstverhältnis, in dem er sich in einem jahrelangen Arbeitsgerichtsprozess befindet, sehr vorsichtig geworden ist und sensibel in diese Richtung, hat er natürlich dieses Angebot, das ihm ja letztendlich auch als Beteiligten in einer Steuerhinterziehungssache abstempeln würde, abgelehnt. Das ist jetzt mehrfach passiert. Und jetzt ist die Gefahr, dass er vom Arbeitsmarktservice dann unter Umständen Probleme bekommt mit einer weiteren Bezahlung, weil er dann vielleicht sogar als arbeitsunwillig eingestuft wird. Sie wissen ja, Sie müssen ja jede vom AMS zugewiesene zumutbare Stelle auch annehmen. Zumutbar, wann ist eine Stelle zumutbar? Zumutbar ist dann eine Stelle, wenn sie ihren gesundheitlichen Fähigkeiten entspricht, wenn sie kollektivvertraglich entlohnt ist. Und wenn auch sonst alle arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Ne? Und daraus hört man schon mal, wenn halt die arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen nicht eingehalten werden, dann sind die Stellen noch nicht zumutbar, dann müssen Sie auch diese Stelle nicht annehmen. Ja. Wichtig ist nur, dass wir das wissen. Weil wenn wir es nicht wissen,
haben wir die Vermutung, aha, der Herr Fürthaler will die Stelle nicht und verweigert sie. Dann kriegen wir sozusagen Schwierigkeiten. Ne? Jetzt abschließend noch zu dem Thema die Frage, hat der Herr Fürthaler jetzt konkret etwas zu befürchten in seiner Situation oder wie können Sie das beurteilen? Also wir haben uns jetzt nochmal die Vermittlungen angesehen und Ihren Fall angesehen. Das passt an und für sich alles, da haben Sie jetzt nichts zu befürchten. Eine Sperre wird es da jetzt nicht geben. Ne? Und das Wichtigste ist, wenn das AMS vermittelt, wenn Sie einen Vermittlungsvorschlag des AMS bekommen, dann bitte auch wirklich vorstellen gehen. Wenn ich den Job nicht annehme, weil mir irgendwas nicht passt oder weil aus meiner Sicht irgendwas nicht in Ordnung ist, zum Beispiel das Geld, also zu wenig Entlohnung etc., dann muss ich das sehr schnell auch bitte dem AMS, meiner Beraterin, meinem Berater beim AMS zurückmelden. Nur so können wir auch wirklich gewährleisten, dass wir dann uns anschauen, okay, warum hat die Arbeitslose die Stelle nicht angenommen und was sagt auch der Dienstgeber dazu? Weil unsere Aufgabe ist es ja dann, in einem Ermittlungsverfahren festzustellen, stimmt das, was die Arbeitslose sagt, stimmt das, was der Dienstgeber sagt und wenn das alles passt, dann wird es auch nicht zu einer Sperre kommen natürlich. Außerdem, der Abteilungsleiter des AMS Wien hält für Andreas und den Schuldencoach noch eine Überraschung bereit. Da würde ich Sie gerne mal zum Beratungsgespräch einladen dorthin und die Beraterinnen und Berater dort könnten mal schauen, was sind Ihre Fähigkeiten, in welche Richtung kann es gehen. Dann kann das eigentlich sehr, sehr rasch gehen. Also eine Woche, zwei Wochen denke ich schon, dass da was möglich sein sollte. Denn der gelernte Bodenleger würde hier gerne wieder Vollzeit arbeiten. Und nur wenn er wieder einen Job mit vergleichbarem Lohn findet, gibt es Hoffnung für einen Weg aus den Schulden. Haben Sie irgendeine Idee, eine Vorstellung aus Ihrem umfangreichen Wissens- und Erfahrungsschatz, wie man so Situationen wie der Herr Fürthaler sich momentan befindet, helfen kann? Das, was ich Ihnen anbieten würde, was sich da immer sehr gut bewährt, wir haben ja gemeinnützige Arbeitskräfteüberlasser. Das sind im Prinzip Arbeitskräfteüberlasser, die von uns finanziert werden. Also da passt doch alles arbeits- und sozialrechtlich, weil die ja quasi vom AMS gefördert werden. Da würde ich Sie gerne mal zum Beratungsgespräch einladen dorthin und die Beraterinnen und Berater dort könnten mal schauen, was sind Ihre Fähigkeiten, in welche Richtung kann es gehen und dann schauen wir, dass wir recht flott an und für sich eine Firma für Sie finden, wo Sie mal mit unserer Arbeitskräfteüberlassung auch arbeiten können und wenn das passt, wird Sie die Firma auch übernehmen. Erster Schritt zurück sozusagen am Arbeitsmarkt über die gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung und dann schauen wir, dass wir Sie im zweiten Schritt, dritten Schritt auch wirklich mittelfristig, längerfristig in den Job hineinbekommen. Ne? Ich danke Ihnen herzlich. Auf dem Weg haben Sie mir da jetzt und dem Herrn Fürthaler wirklich einen großen Schritt weitergeholfen und ich bin da zuversichtlich. Er ist ja arbeitswillig und der wird es schon irgendwie schaffen. Gell? Gerne, wir werden schauen, dass wir schon in der nächsten Woche ihm ein Beratungsgespräch anbieten bei der gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung und dann kann das eigentlich sehr, sehr rasch gehen. Also eine Woche, zwei Wochen denke ich schon, dass da was möglich sein sollte. Lieber Herr Fürthaler, es war ein erfolgreicher Tag, oder kann man sagen? Das war erfolgreich, ich danke Ihnen sehr. Es freut mich für Sie, dass wir das erreicht haben. Sie hören jetzt vom Arbeitsmarktservice. Bitte erhalten Sie noch die Vorgaben und ich wünsche Ihnen, dass es damit jetzt da wirklich aufwärts geht, dass Ihre Glückssträhne heute startet und dass Sie bald wieder lachen können, strahlen können und dass Sie ein schönes und gutes Leben haben. Ich danke Ihnen sehr, danke. Bitte gerne, okay. Es war mir ein Vergnügen, danke. Helfen zu können. Danke, Wiedersehen. In Wien-Leopoldstadt ist der Kühlschrank von Andreas wieder ein wenig voller. Es ist Monatsanfang und er gönnt sich zur Feier des Tages sein Leibgericht. Den Termin bei dem vom AMS geförderten Personalserviceunternehmen hat er bereits hinter sich gebracht. Mir geht's jetzt besser und das AMS hat sich gemeldet. Und ich schöpfe neue Hoffnung, weil morgen habe ich das Vorstellungsgespräch. Und das stimmt nicht sehr positiv. Heute gibt es Bläskewitzer und das mache ich meistens, wenn ich ein bisschen mehr Geld überhaupt, dass ich was Gescheites essen kann und was Nahrhaftes, was richtig gut ausgibt. Andreas arbeitet immer noch geringfügig bei der Security-Firma. 3 Tage die Woche geht er für ein paar Stunden dieser Leidenschaft nach. Und auch der Job, der ihm ausreichend Lohn einbringt, damit er seine Fixkosten bezahlen kann, ist in greifbare Nähe gerückt. Mein Blick in die Zukunft ist positiv. Ich glaube fest daran, dass ich die Arbeit bekomme und dass ich mein Leben wieder regeln kann.
und wieder gut verdienen kann. Zu Redaktionsschluss berichtet Andreas, dass sein Vorstellungsgespräch sehr gut verlaufen ist. Endlich geht es für den Wiener wieder.